Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich bin bei Amazon meine Bestellungen durchgegangen und es sind teilweise richtig schöne Sachen, Empfehlungen für euch. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige die euch, weil ich weiß, ich gucke auch gern diese Amazon-Videos. Kann man ja dann gucken, ob was für einen dabei ist oder nicht. Und das mache ich heute. Los geht's. Da fange ich mal an. Oh, ich liebe das so sehr. Ich habe es bei Instagram schon gezeigt. Das ist ein Fensterkristall und also, das ist, kommt ursprünglich von dem Feng Shui-Hintergrund. Also wenn man sich mit Feng Shui beschäftigt, dann kann man gucken in seiner Wohnung oder im Haus, wenn ihr vielleicht so eine Ecke habt, wo kein Licht ist und wo es eher so dunkel ist und habt vielleicht gegenüber ein Fenster, dann könnt ihr so einen Kristall aufhängen. Könnt ihr. Ihr könnt aber auch einfach so wie ich, weil ich es einfach so wunderschön finde. Ich bin so begeistert. Ich muss mal gucken, vielleicht schneide ich jetzt hier. Ich habe es bei Instagram nämlich gezeigt, habe ich ein Reel gedreht. Der macht ganz subtile, kleine Regenbogenreflexe. Aber nicht jetzt wie eine Discokugel, wo so alles flimmert, sondern nur so gegenüber. Also ich habe halt da das Fenster und normalerweise hängt da um die, in der Weihnachtszeit, im Winter immer ein Stern. Also ich habe so einen Haken und jetzt, wenn der Stern da nicht hängt, hängt dieser wunderschöne Glaskristall, kostet super wenig Geld, ist ganz, ganz schön, edel, ist ein schweres Ding, hat einen festen Haken, hänge ich dann auch gleich wieder daran. Heute scheint keine Sonne, aber wenn die Sonne scheint, dann haben wir halt hier gegenüber eine Ecke, wo jetzt kein Licht ist, kein Fenster. Das ist, die, ist quasi dann die Nachbarwohnung. Und dann reflektiert er das da so hin. Und ich liebe es. Es macht mich glücklich. Wirklich, das kann man gar nicht. Also ich meine, kann man wieder lachen, kann sagen, der wird dich glücklich machen. Ja, es macht mich glücklich, wenn ich an meinem Arbeitstisch sitze und dann dieses Licht habe. Und es ist ja bewiesen. Das ist wirklich bewiesen. Das wurde auch, egal ob männlich, weiblich, diverse, egal wie ihr euch fühlt, Glitzer lieben fast alle Menschen und es ist bei uns biologisch verwurzelt schon seit der Steinzeit. Ich weiß jetzt nicht warum, aber dieses Glitzern lieben Menschen oder dieses Schimmern, das macht was mit uns Menschen. Und vielleicht ist es eine Empfehlung für euch, ich verlinke euch den. Es gibt ja ganz viel, also es gibt ja auch mit Gold und so. Ich wollte es eher jetzt schlicht. Ne, der ist groß, aber er ist sehr schlicht. Ich finde ihn sehr stylisch. Er ist nicht kitschig, lasse ich mir auch nicht einreden. In meiner Wohnung sieht er hammermäßig aus. Manche haben so mit Sternchen und Mond und das ist auch ganz schön. Das war mir jetzt aber ein Ticken zu viel. Ich wollte da jetzt nicht so Ornamente hängen haben, sondern wirklich nur so einen runden Stein ohne so was anderes dran. Und ja, also mir tut er gut. Ein ganz simples Ding gibt es bei Amazon. Habt ihr innerhalb von ein paar Tagen im Briefkasten. Ich verlinke euch alle die Sachen, die ich euch hier zeige. Und vielleicht macht ihr euch ja genauso glücklich wie mich. Dann denkt ihr an mich, wenn bei euch hier der Stern hier funkelt im Zimmer. Dann sende ich euch gute Energie nach Hause. Ich mache jetzt mal einen Sprung von dem schönen Stein zu einem Duft. Und zwar, ich war ja immer auf der Suche nach einem Wäscheparfum, Wäscheduft, wenn es aus der Waschmaschine kommt. Und da habe ich das da jetzt für mich gefunden und habe da jetzt die Flasche halb leer. Ne? Ist für euch eine Empfehlung. Das ist ein Gastro-Wäscheduft in der Duftrichtung Fresh Cotton. Wird in Deutschland hergestellt. Ich habe keine Ahnung. Also ich kannte das nicht. Ich habe halt einfach Wäscheparfüm gesucht. Mir hat, glaube ich, mal irgendwann eine Frau unter ein Video geschrieben, dass sie ihre Wäschedüfte bei Amazon kauft. Da habe ich gedacht, okay, gebe ich das mal ein. Und tatsächlich habe ich den gefunden. Da gibt es noch verschiedene. Ich habe jetzt drei von den Flaschen und ich finde den sehr gut. Also ich mag den. Riecht wirklich so nach sauberer, frisch gewaschener Wäsche. Ja. Ist jetzt auch nicht wie ein Parfum, sondern wirklich ein, nur so ein sauberer, hat schon, also nicht auch Weichspüler, aber halt nach Wäsche. Hier steht ja auch, also der Duft ist ja auch Fresh Cotton und nicht Vanille oder Ocean oder so, was es da so alles gibt. Sondern ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Duft. Und man macht da, also ich spritze da ordentlich ins Weichspülerfach rein. Muss nochmal riechen, um es zu beschreiben. Also es geht schon auch in die Richtung von einem Hauch von Weichspüler. Aber nicht so extrem. Ne? Es riecht so ein bisschen wie Persil und Spee gemischt. Ich kann nicht schlecht erklären. Halt nach frischer Baumwolle und frischer Wäsche. Und vielleicht wollt ihr das ja auch mal ausprobieren.
Es ist jetzt nichts, was noch wochenlang im Schrank riecht, muss ich auch sagen, ne? Ich hätte ja gern noch was, was noch stärker ist. Aber auf der anderen Seite muss man sich das auch überlegen, wenn man so einen starken Wäscheduft hat und man zieht das morgens an. Ich weiß nicht, ob man das möchte, dass man jeden Morgen wie so eine Pusteblume da riechen will, sondern man trägt ja auch sein persönliches Parfum und dann ist das, glaube ich, auch schön, wenn es zurückhaltend ist. Und man darf auch nicht vergessen, man gewöhnt sich irgendwann dran. Also als ich den die ersten Mal benutzt habe, habe ich es immer sehr stark gerochen. Und dann irgendwann riechst du es ja nicht mehr so doll, wenn du deinen Schrank aufmachst, weil du dich dran gewöhnt hast. Das ist ja immer so mit Düften, auch bei Parfum, was wir uns aufsprühen, ist ja oft das Problem, man selber riecht es nicht mehr, sprüht dann extra drauf und alle Leute fallen in Ohnmacht, weil es so stark ist. Da muss ich auch immer aufpassen, dass ich nicht im Büro so toll dufte. Obwohl ich meistens sage, also mir wird immer gesagt, oh, du riechst gut. Wenn mir das einer sagt, freue ich mich natürlich, aber ich will nicht riechen wie so eine Duftblume. Aber vielleicht wollt ihr euch den ja auch mal angucken. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Dann könnt ihr den auch mal ausprobieren. Ich bleibe jetzt gleich mal bei den Düften, weil ich da auch zwei wundervolle gefunden habe und auch bei Amazon bestellt habe. Von Primavera einmal Glücksgefühle, das sind so kleine Duftöle, und einmal Herzenswärme. Die Herzenswärme, oh, die riecht warm, hat schon fast was, also so ein Hauch von Marzipan mit Vanille. Oh, sehr warm, aber auch so ein bisschen wie Rose. Ich kann es gar nicht erklären. Wirkt harmonisierend, duftet rosig warm. Ja, also Rose ist auch drin. Die Herzenswärme mache ich in meinen Diffuser. Den Diffuser habe ich auch von Amazon. Wenn ich jetzt dran denke, verlinke ich euch den, weil das war der beste Diffuser. Ich hatte auch von Action welche ausprobiert und der fasst auch wirklich viel Wasser. Ich habe noch einen ganz tollen Diffuser von Scentsy. Der sieht wunderschön aus. Der steht in meinem Schlafzimmer. Der hat so eine Korboptik. Wunderschön. Da passt aber nicht so viel Wasser rein. Der geht nach 3 Stunden oder so ist der aus. Aber im Wohnzimmer habe ich einen. Da kannst du echt irgendwie einen halben Liter Wasser reinschütten fast. Und der haut da das raus oben. Und dann schön so ein Duft. Und dann habe ich noch hier die Glücksgefühle. Moment. Oh ja, die riechen so richtig so frisch, fruchtig. Da steht auch drauf. Moment. Raumduft enthält Orange, Grapefruit, Mandarine, Benzoe, Siam und Tonka, also Tonkabohne, sind auch echt tolle Düfte. Oh, ich liebe das. Primavera ist so eine richtige Naturmarke, ne? Also das könnt ihr auch dann machen, natürlich immer vorsichtig. Wenn ihr Haustiere habt oder kleine Kinder, Babys, dann macht ihr das natürlich nicht so exzessiv, logisch, ne? Aber ich mache es in meinem Schlafzimmer, da geht zum Beispiel die Katze nicht rein, die Kleine. Und auch im Wohnzimmer, wir haben eine große Wohnung, wenn ich dann das mache, dann hält sie sich halt woanders auf, ne? Und sie trinkt natürlich auch dann nicht raus, also dürft ihr nicht, müsst ihr aufpassen, ist klar. Aber ansonsten sind das echt so, ich finde es so schön, wenn ich dann, das gibt mir eine Energie, ich kann das gar nicht erklären. Ich sitze dann hier, arbeite am Rechner, habe viel zu tun. Ihr wisst ja, ich habe einen 40-Stunden-Job an einem Haus hier in Berlin als Grafikdesignerin, wo ich echt schaffe. Und auch manchmal Abend noch oder eben am Tag, wenn ich Homeoffice mache, wenn ein Kind krank ist. So. Und dann sitze ich da an meinem Platz und dann scheint die Sonne rein. Dann habe ich diesen Kristall, der die Wohnung schön macht. Und bei mir läuft der Diffuser. Dann bin ich einfach viel motivierter und effektiver, als wenn ich da jetzt in so einem Loch sitzen würde. Also macht euch eure Wohnung schön. Und ihr müsst jetzt auch nicht alles durchstylen, ihr müsst nichts neu kaufen. Gut, vielleicht so einen kleinen Kristall für ein paar Euro vielleicht mal, ja. Aber ihr müsst jetzt nicht alles durchstylen, habe ich auch nicht. Also zum Beispiel hier, mein Bücherregal, 25 Jahre alt. Der Schrank hinter mir, der braune, 25 Jahre alt. Der Tisch, 14 Jahre alt. Das Ding ist, glaube ich, relativ neu von TK Maxx, 2-3 Jahre alt. So die Hocker, der Stuhl ist auch von Amazon hinter mir, aber auch schon vielleicht 5 Jahre alt. Also ich habe sehr viel alte Sachen. Man muss nicht alles immer durchstylen und neu machen. Also wenn ihr jetzt das Neue gemacht habt mal irgendwann, dann ist doch schön. So. Und dann könnt ihr euch mit so kleinen Handgriffen einfach die Wohnung und das Leben schön und angenehm machen. Und jetzt, oh Gott, ich zeige sie euch mal kurz, weil ich einfach mich so darüber gefreut habe. Aber es geht nicht um die Tasche, die ich euch zeige. Es ist meine Traumtasche. Ich zeige euch jetzt, ich habe die geschenkt bekommen zu Weihnachten. Ich habe erst überlegt, ob ich es euch zeige. Aber ich habe dafür bei Amazon was bestellt, was in die Tasche reinkommt. Ich brauchte einen Organizer, der in die Tasche reinkommt. Und diese Tasche ist Vintage. Das ist, oh Gott, ich bin so glücklich, dass ich die jetzt habe. Oh, ich liebe die so sehr.
Und weil sie auch Vintage ist, sie ist aber aufgearbeitet, sie ist wie neu. Soll ich es euch mal zeigen? Moment, ich mache mal hier das alles schön. Ihr wollt sie doch bestimmt jetzt sehen, meine kleine süße Tasche. Ach, ich zeige euch erstmal das, worum es geht. Also, ich zeige euch hier diesen Organizer, den ich so praktisch finde. Was ist denn da drin? Ah, das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, was da drin ist. So, also, ist jetzt leer, ne? Da habe ich meinen Lippenstift drin, mein Handy, das ist richtig groß, seht ihr jetzt so an meinem Kopf, meine Hand. Ein perfekter kleiner aus Filz, schön mit so goldener Hardware, wundervoller Organizer für alle möglichen Taschen. Ich habe noch eine andere schöne Tasche, da passt er auch rein. Dann brauche ich den nur so umschlichten. Ne, man kann auch hier, das ist hier so mit Klettverschluss, man könnte jetzt also auch das Innenleben noch rausmachen, was ich aber nicht mache. Ich lasse das hier fest drin. Könnte man aber auch noch. Ne? So, den finde ich sehr, sehr schön. New Pack steht da drauf. Und jetzt zeige ich euch die Tasche, wo er drin ist. Ich freue mich so sehr. Ja, das ist diese Champagnerflasche-Bag-Tasche. Also diese Tasche, das ist von ja, Louis Vuitton. Louis, von Louis, Louis, Louis. Eine Tasche, die in den 30er Jahren konzipiert wurde, um Champagnerflaschen zu transportieren. Also hier passen, glaube ich, exakt 3 oder 4 Champagnerflaschen rein oder mehr. Und das fand ich immer so toll. Und ich finde die einfach so schön. Ich liebe diese Tasche. Wie gesagt, sie wurde neu aufgearbeitet hier. Ich liebe die. Ich finde die so edel. Ich finde die so edel. Und ihr kriegt da alles rein, ne? Oh. Ja, das ist ein Schatz. Ein wirklicher Schatz. Und ich freue mich so, dass ich die jetzt habe. Ja, ja, wunderschön. Und da passt halt dieses Ding da perfekt rein und macht mich glücklich. Wie gesagt, ich habe nicht viele Taschen, aber ich habe eine ganz, ganz schöne von MCM. Die habe ich mir vor, wann habe ich die gekauft? 2 Jahren oder so. Da gab es so einen Code von, bei Instagram hat Farina Opoku so einen irgendwie 20% Code und da habe ich zugeschlagen. Schon Jahre her. Die liebe ich auch heiß und ähnlich. Die habe ich euch mal gezeigt hier, What's in my bag. Dann gab es vor, das ist auch 2 Jahre her, also das ist irre, da hat, also ihr kennt ja wahrscheinlich vom Hören her Galerie Lafayette. Galerie Lafayette ist ein wunderschönes Einkaufshaus aus Paris, da gibt es das Große und die haben auch Filialen. Und in Berlin gibt es auch noch eine Filiale, die wird aber schließen. Und vor ungefähr 2 Jahren, weiß ich noch, habe ich erfahren, dass die ganzen Luxusmarken, die es gab, rausgehauen haben, aber wirklich geschleudert, so 40% Rabatt. Und da habe ich mir damals 2 Chloé-Taschen geholt, also richtig schöne Chloé-Taschen, eine so eine Sommertasche und eine für den Winter. Und ja, da habe ich investiert, da habe ich gedacht, komm, so, das war's. Und jetzt habe ich noch die, ich bin so glücklich. Ja, das war mein kleiner Ausflug in die Taschenwelt, aber vielleicht interessiert euch ja auch dieser, vielleicht habt ihr die ja auch und vielleicht habt ihr ja auch schon längst so einen Organizer, aber wenn nicht, diesen Organizer könnt ihr, wie gesagt, in alle Taschen reinmachen. Das muss jetzt nur nicht unbedingt die sein, aber falls ihr so eine Beuteltasche habt, dann ist der natürlich super und dann macht man die hier schön zu. Oh, oh Gott, wie gesagt, ich freue mich darüber so sehr. Ne? Das ist für mich, ja, aber es ist auch nur eine Tasche, bleiben wir mal alle auf dem Boden und die wird irgendwann meine Kleine bekommen und hoffentlich freut sie sich dann genauso wie ich. Aber wahrscheinlich denkt sie sich, was will ich mit der Oma-Tasche? Wer weiß, wer weiß. So, wir machen mal weiter. Ich habe das euch schon öfters gezeigt, aber eben jetzt wieder neu bestellt. Deshalb dachte ich mir, ich zeige es euch. Das ist von Saint-Tropez, der Self-Tan, also ein Selbstbräuner. Aber der bräunt so minimal. Also da kommt ein ganz feiner Nebel raus. Und damit sprühe ich mich ein. Was aber wichtig ist, ihr müsst ein Band oder wickelt euch, wenn ihr aus der Dusche kommt, das Handtuch um. Das darf, wenn ihr blonde Haare habt, nicht unbedingt in die blonden Haare gehen, weil dann wären die rötlich am Ansatz. Da muss man aufpassen, dass es mir mal passiert, wo ich dachte so, was ist denn hier jetzt los? Warum habe ich hier vorne so rötliche Stellen? Jetzt passe ich da auf, habe immer so ein Band. Ich habe auch so ein Stirnband von Dalton zum Beispiel. Das mache ich da immer hin und dann wird dann nichts irgendwie farbig. Der bräunt ganz subtil. Das ist jetzt nichts, wo ihr braun werdet. Also das könnt ihr vergessen. Ihr werdet damit nicht braun. Ihr könnt das jeden Tag machen, morgens nach der Reinigung, bevor ihr die Pflege auftragt. Ich mache es unter mein Retinol, sprühe ich mich da ein, finde es sehr gut. Also es gibt mir so ein frisches Gefühl. Und ich habe auch nicht so diesen schneeweißen Hals. Also ich hatte ja manchmal, wenn ich das im Winter nicht benutze, ist mein Hals
wirklich schneeweiß. Und dann muss ich da immer so ein bisschen mit Bronzer hier so die Übergänge machen, dass ich dann nicht so käsig bin. Das passiert dann da nicht, weil da hat man so eine schöne durchgehende Farbe. Und ja, ich finde das ein gutes Zeug. Wie gesagt, ich würde, also einmal ist er mir ausgelaufen, da waren wir verreist und dann habe ich das angefasst, dachte ich, naja, so ein bisschen flüssig hier, ne? Muss ich es nicht abwaschen. Am nächsten Tag hatte ich dann echt so einen braunen Finger. Also es färbt schon, es gibt schon Farbe, aber minimal. Also der Sprühnebel nur ganz wenig und ja, finde ich gut. So, jetzt zeige ich euch noch was sehr Praktisches, aber was vielleicht in keinem Haushalt fehlen sollte. Wir machen hier echt Sprünge, ne? Und zwar, da ist meine Kleine drauf gekommen, weil die hatten in der Kita so eine, da war eine Ärztin und die hat den, weil, also die, das ist die Oma von einem Kita-Kind und die ist Ärztin und die war halt in der Kita und hat dann quasi den Kindern mit denen so Verbände angelegt und hat so geübt und hatte dann auch so ein First, also ein erstes Erste-Hilfe-Kit. Und dann meinte meine Kleine so, ja Mama, haben wir das auch? Und dann dachte ich so, so ein direkt so ein Erste-Hilfe-Set habe ich gar nicht zu Hause. Ich hatte mal so einen uralten Kasten. Natürlich habe ich Pflaster und Desinfektionsmittel und auch eine Pipette. Aber ich finde hier sehr schön, hier habe ich alles so komprimiert. Und das habe ich bei Amazon bestellt. Also man könnte da sogar irgendwie auf Safari gehen. Da ist eine Pfeife, ein Thermometer und ein Kompass. Das ist alles dabei. Also vielleicht ist es ja auch für euch interessant, wenn ihr Kinder habt und mit denen zusammen das euch dann anschaut. Weiß ich jetzt nicht. Ja, man hat hier alles Mögliche. Da sind Flüssigkeiten, wenn man was reinigen muss, eine Wunde reinigen muss oder so. Und ich glaube, das ganze Set kostete, glaube ich, 20 Euro. Also es war jetzt gar nicht sehr teuer. Und das ist super praktisch. Und das kann man auch einfach, wenn man vielleicht macht ihr ja irgendwie eine, vielleicht geht ihr campen oder so. Dann kann man das natürlich ganz leicht mitnehmen. Hat hier so einen Karabiner, ne? Also würde ich dann mitnehmen, wenn ihr in den Urlaub fahrt mit dem Auto. Dann werde ich das einfach einpacken. Wenn ich jetzt fliege, werde ich es wahrscheinlich jetzt nicht mitschleppen. Da ist es mir zu groß. Aber ich finde es zu Hause wichtig, dass ich es einfach da habe und dachte, das ist vielleicht auch für euch interessant. So, jetzt machen wir einen Sprung. Das habe ich nicht hier, sondern ich blende euch das hier ein. Ich habe ja mein Bad renoviert, weil ich einen Wasserrohrbruch hatte. Weihnachten. Genau um die Weihnachtszeit, ich glaube am zweiten Feiertag, wurde es über mir nass, ist alles repariert und ich habe aber dann das Bad neu gemacht. Und dann habe ich als erstes mir auch einen schönen neuen Spiegel geholt und ich wollte einen runden. Und mir war so wichtig, dass er Naturmaterial hat. Ich hatte vorher so ein Ikea, der war schon ganz alt, so mit so Schnörkel und so eckig. Und ich wollte jetzt gerne einen runden Spiegel. Ich fand den sehr schön, der ist von Amazon. Ich finde den perfekt. Ich glaube, der hat 70 cm Durchmesser. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde den ganz toll. Der hat einen Holzrahmen. Der ist für mich die optimale Größe. Und trotzdem sieht er so weich aus. Also er integriert sich für mich perfekt ins Bad. Also man soll ja auch im Bad, ne, wenn ihr euch dann doch mit Feng Shui beschäftigt, eher jetzt nicht unbedingt Blau und Muschel und Glas reinpacken, weil ihr habt ja schon diese Energie des Wassers durch die ganzen Abflüsse und Wasser, was ihr da eh schon habt. Also es ist gut, wenn ihr das Bad quasi beruhigt mit Pflanzen. Ich kann leider nicht, weil ich kein Fenster im Bad habe, aber ich habe ein schönes Bild dann aufgehängt mit Pflanzen abgebildet. Ich habe versucht, auf Holz jetzt zu gehen als Kontrast zu den weißen Fliesen, weil ich jetzt nicht alles neu machen will. Habe die Wände, die Decke oben mit so einem gebrochenen, grau, warmen Grauton gestrichen. Habe jetzt so Downlights in der Decke. Ja, habe also auf wirklich so Kleinigkeiten geachtet, die lange gedauert haben und Arbeit waren. Das ist also zum einen dieser runde Spiegel und ich habe mir einen Handtuchhalter, der auch richtig schön ist. Den könnt ihr überall aufstellen, ganz einfach. Der ist aus Bambus. Und ich hatte vorher tatsächlich einen metallischen Handtuchhalter und das ist halt auch nicht so gut. Also ich würde dann eher so auf Holzmaterialien gehen oder Stein könnt ihr machen, ne, um das Bad halt so ein bisschen zu beruhigen. Ich habe den Boden zum Beispiel im Bad eher so grau jetzt gestrichen, auch in so einem warmen Grau. Habe dann weiche Naturmaterialien noch als Badvorleger und es ist einfach meine Oase jetzt das Bad. Habe wirklich so kleinig, vielleicht mache ich noch mal einen Vlog, wenn euch das interessiert, noch mal so als Inspiration, zeige ich noch mal so ein bisschen mein Bad genauer, was ich für Schränke habe, was in den Schränken ist, kann ich euch auch zeigen, das kennt ihr ja eh alles. Und ja, aber man verbringt ja doch viel Zeit im Bad, was man vielleicht vergisst und unterschätzt. Und wenn man dann so das Gefühl hat, das ist so eine Oase, die gut riecht. Ich habe auch immer von Scentsy so einen Stecker an der Wand. Der macht ein schönes Licht, macht einen schönen Duft.
Und dann habe ich, wie gesagt, diese weichen Formen und dann geht es mir einfach, ja, ich habe das, also, und man sagt ja, Feng Shui wirkt von außen nach innen. Also ihr fangt quasi an, auch wenn ihr ausmistet, man sagt, wenn ihr eure Schränke ausmistet, bekommt ihr was zurück, ne? Also ihr gebt das erstmal weg, das Zeug, ihr verschenkt, ihr verkauft, keine Ahnung was, ihr räumt die Schränke aus. Und dann kommt das Zeug aber in einer anderen, in Form von Reichtum, sei es, und da meine ich jetzt nicht Geld, aber Reichtum kommt zu euch zurück. Und es ist ja auch mit diesem Kristall, der hängt auch in meiner Reichtumsecke und das steht aber für mich sinnbildlich nicht für Geld oder so, sondern für das Glück, was ich habe, für die Glücksgefühle. Und das muss auch dann nicht die Louis Vuitton-Tasche sein. Gut, jetzt kann man sagen, nee, du hast sie da stehen. Ich habe die auch geschenkt bekommen und ich bin wie ein kleines Kind an die Decke geschossen. Aber ich hätte mich auch über, also ich hätte mich, das, ich kann das nicht erklären. Also man sucht das Glück nicht in dem Materiellen und es ist für mich auch eben nicht das Geld. Klar liebe ich diese Tasche und natürlich bin ich, oh, ich trage die so mit Stolz und so. Ich fühle mich einfach, aber einfach, weil ich auch, wie gesagt, mich interessiert diese Tasche. Nicht dieses Muster. Ich fand es immer einfach so irre, diese Champagnerflaschen-Idee. Das finde ich toll. Da fühle ich mich total angesprochen. Die gibt es auch noch klein übrigens. Naja, egal. Also ich hole mir dieses Glücksgefühl in anderen Sachen. Klar, ist ein Glücksgefühl, wenn man sie trägt. Aber es gibt ein ganz anderes, tieferes Glück. Und das kann ich euch auch gar nicht erklären. Das habt ihr entweder in euch, entweder ihr fühlt es oder eben nicht. Ne? Da muss man irgendwie daran arbeiten. Aber das kann nicht ich euch geben, so. Ich kann euch nur so ein bisschen inspirieren und versuchen, dass ihr euch vielleicht ein bisschen an mir reflektiert und euch mitfreut. Das machen ja auch ganz viele. Auch bei Instagram nehme ich euch ja immer so mit durch mein Leben. Und wie soll ich es erklären? In meinem Leben sind auch so ein bisschen zwei Extreme. Auf der einen Seite habe ich ein sehr anstrengendes Leben, aber ein super glücklich erfülltes durch meine Kinder. Aber dann habe ich zum Beispiel Elterndienst in der Kita. Dann putze ich da die Toiletten in der Kita. Putze ich da alles schön, wische das, wasche die ganzen Handtücher, ne? Schmier den kleinen Kindern und putze denen die Nase. Also alles kein Ding, mache ich total gern. Und sitze aber dann auch gern Abend mit meiner kleinen Tasche an irgendeiner Bar und trinke einen Cocktail. Alkoholfrei, am liebsten alkoholfrei, weil mich die Dinger wegbeamen. Also wisst ihr, was ich meine? Man kann ja so beides irgendwie haben. Und ich finde es nicht gut, wenn man sich so festlegt, wenn man so Nahrung zu einer Religion erklärt. Gibt auch manche. Ich springe jetzt, ne, weil es gibt so Menschen, die definieren sich allein über ihre Nahrungsmittel und dann bist du der Endgegner, wenn du Käse isst oder Fleisch. Ne? Das kann man auch nicht machen. Also ich finde, man soll immer so leben und leben lassen und man kann sich für Frauen freuen, für eine Freundin freuen, wenn die vielleicht sowas geschenkt bekommt. Dann denke ich, oh toll, ich freue mich so für sie, weil ich weiß, wie glücklich die jetzt ist. Oder man entscheidet sich dafür, negativ zu sein, die Mundwinkel nach unten zu hängen, Falten zu bekommen und immer über alles zu schimpfen. Kann man auch machen. Ne? Man kann aber auch versuchen, so positiv durchs Leben zu gehen. Und wenn man sich dann so mit kleinen Mitteln, wie so einem Kristall, einfach so die Sonne ins Zuhause holt, dann holt man sie sich auch in sein Herz. Also ja, klingt vielleicht jetzt total abgedroschen. Ich fühle es, sonst würde ich hier auch nicht sitzen und euch das erzählen. Und jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich so sehr über liebe Kommentare. Das tut mir wirklich gut. Und Daumen nach oben, ja, sag ich immer, ne? Das machen ja auch schon ganz viele. Und ja, ihr könnt bei Instagram vorbeischauen. Mir folgen, nehme ich euch mit durch meinen Alltag, durch mein Leben. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.